Ja, servus. Ich bin ja immer noch ganz tief in meiner Lebenskrise, gell? Naja, nachdem der Günther mein Busenspäße sein Coming Out gehabt hat, ja, bin ich immer noch ganz am Boden zerstört. Sitze im Prinzip nur noch daheim vorm Fernseher, gell? Übrigens vom guten Grundig Schwarz-Weiß-Fernseher von der Oma, gell? Das ist ja nur so ein guter Fernseher, wo man die Knöpfe am Gerät ein- und ausschalten muss. Ja. Und ja, da ist ja bei mir immer der dritte Knopf fürs bayerische Fernsehen, der ist da immer eingestellt. Aber ich glaube, der ist ja am Fernseher schon direkt fest und eingewachsen, ja, weil ich schaue ja immer eigentlich bayerisch Fernsehen. Ja. Naja, und so verbringe ich halt die meiste Zeit. Und da ist mir ja ganz was Kurioses ist mir wieder passiert, unlängst. Schaue ich halt wieder öffentlich-rechtliches Fernsehen, Bildungsfernsehen eben, gell? Also man kann sie nicht nur am Sonntag bei der Zeitung bilden, sondern auch beim Fernsehschauen halt, gell? Und wie gesagt, ich schaue dann eben ein bisschen fern und da kommt da irgendeine Sendung, ich weiß gar nicht, was das war, irgendeine blonde Geschnappige war das, ich weiß nicht, ich glaube, Gruber Monika weißt du, ja, und die hat ein Zeug dahergeredet, ja, da habe ich ja gleich nach einer kurzen Zeit mit Schnauzen voll gehabt, gell. Also die, wenn ich daheim hätte, das wäre gerade die richtige, gell. Der hat mir das Kraut schon selber kochen, glaube ich. Ja. Der, wenn es länger als 5 Minuten zuhörst, da läuft das Blut aus dem Ohr raus, gell. Ja, das ist ja quasi sowas wie eine Stalin-Orgel für mein Trommelfell. Ja, das ist die richtige. Aber, mal ganz nebenbei gesagt, beim Sehen dieser Sendung ist mir aufgefallen, ich muss was für meine kulturelle Bildung tun. Ja. Ich muss einmal raus aus Bayern. Ich muss irgendwie meinen Bildungshorizont muss ich erweitern, weil Reisen ja angeblich bildet. Ja. Ja, ich habe mir gedacht, ja gut, Nürnberg wäre auch mal so eine Reise wert, weil es ja auch schon praktisch ein Ausland ist. Aber irgendwie man denkt, das ist halt kulturell, wenn ich jetzt schon mal nach über 40 Jahren mal eine Bildungsreise machen möchte, ist vielleicht, da sollte ich vielleicht einfach gleich mal einen richtigen Burner sollte ich da mal bringen. Aber wenn man so schaut auf der Karte. Mit dem Finger bin ich auf der A9 weitergefahren und irgendwie gestrandet bin ich dann letztendlich in Berlin. Gell. Und man denkt, ja, genau. Fast nach Berlin, nimmst den blauen Pfeil, deine Rakete, Opel Caravan, 1,4 Liter Triebwerk gell, und fährst nach Berlin auf Brienz durch auf der A9. Naja, gesagt, getan, fahr halt Richtung Berlin zu den Preisen auf, gell? Freilich, zu den Preisen schädelt immer alles besser wissen, das Geschwell da drum. Gell? Aber gut, wenn man denkt, fährst du mal hin, schaust du einmal an, wie es da so ist im Ausland, gell? Tust dich ein bisschen bilden, machst eine Reise und fährst einfach gleich in die Hauptstadt, da ist ja alles beieinander, gell? Da hast du ja alles beieinander, Machtzentrum, dann Schmelzpott, die Kulturen, da ist einfach alles da, da brauche ich nicht weit fahren und hast alles beieinander. Gell. Man muss ja aufs Geld auch ein bisschen schauen. Naja, jetzt brenne ich halt mit meiner Raketen dann auf, komme dann in Berlin an, gell, und denke mir halt so als alter Freund der Nouvelle Cuisine, fangst du mal der Bildungsreise. Fangst du mal mit dem Essen an, ist ja ganz vernünftig. Gell? Wenn du die ganze Zeit da unterwegs bist, dann musst du ja irgendwie mal ein bisschen verköstigen. Würde jetzt sagen wir mal so, wenn du jetzt mit dem PKW unterwegs bist, ist es da so, sagen wir mal, geistreiche Verköstigung vielleicht jetzt nicht so optimal. Also habe ich das jetzt erstmal ausgeblendet. Gell? Und fahre da irgendwo in Berlin rum, haben wir gedacht, also geistreiche. Kulturelle Bildung, die gibt es dann später. Also wenn dann nicht mehr mit dem PKW gefahren wird
und bin da irgendwie, weiß es nicht, den Straßennamen, irgendwie Hermannstraße hieß es da, glaube ich. Aber denkt, ja, was macht es da? So ein Haufen Türken, oh Gott. Gut, kannst du einmal zum Türken gehen? Ja. Gut, man irgendwie, die essen ja auch, man, die leben ja auch irgendwie. Also gut, also man muss es zumindest überleben, was es da gibt. Gell. Ja gut, die werden jetzt, sagen wir mal, einen gescheiten Schweinsbraten oder einen gescheiten Kartoffelsalat werden sie jetzt wahrscheinlich nicht haben. Gut, das habe ich auch ohne großen Bildungshintergrund, habe ich mir das schon gedacht. Aber wie gesagt, da irgendwo die Hermannstraße, hat irgendeinen Türken gesehen. Und man denkt, da legst du jetzt erstmal. Ja. Jetzt war das allerdings ja so, dass es waren da zwei Fahrstreifen und da ganz rechts steht irgendwie so ein kleiner Lieferwagen. Ja. Dann haben wir gedacht, oh, ja, wie ist denn das? Andere Länder, andere Sitten. Ja, der steht da in zweiter Reihe. Naja, da wird man halt da in Berlin, macht man das wahrscheinlich so. Ey, stehst du dazu, weil man möchte nicht unangenehm auffallen. Ja. Also stehst du dazu. Ja, und bin gerade dabei und man möchte es ja nicht für möglich halten. Ja. Da steht er auf einmal in der Nähe, als ich gerade dabei bin, vor dem Lieferwagen, wo alles verschlossen ist, kein Mensch ist an dem Lieferwagen, haben wir denkt, ja, stehst du da vor, kommt da gerade irgendwie eine Polizeistreife vorbei. Jetzt bin ich natürlich schon extrem verunsichert gewesen, weil, wenn ich so an meine Mutter zurückdenke, die ja immer gesagt hat, gell, wenn der Marschall kommt, dann muss man quasi stramm stehen. Ja, gut, jetzt sage ich jetzt einmal so, weiß nicht, ob das genetisch bei mir irgendwie mit vererbt worden ist, aber das mit dem Stramm stehen, ich glaube, das hat nicht so richtig funktioniert. Aber, sage ich jetzt, wenn der Marschall kommt, dann. Gut, dann muss man halt machen, was der Marschall sagt. Mei, was willst du da machen? Gell? Also, haben wir gedacht, trittst sozusagen dein kulturelles Erbe, dein bayerisches kulturelles Erbe an. Und, ja, sagen wir mal, verfährst jetzt nach dem vorauseilenden Gehorsam und fährst jetzt erstmal weg, sicher ist sicher. Gell? Und haben aber gedacht, dass, ja, wir haben uns so verstanden, so kurzer Blickkontakt, der Marschall und ich, und zeige ihm so den nach oben gestreckten Daumen. Und haben wir gedacht, ja, gut, dass man gleich vielleicht irgendwie ein positives Grundklima schafft. Gell. Und fahr dann so weg. Und weiß jetzt nicht warum, aber irgendwie hat er erstmal wahrscheinlich den gleichen Weg gehabt wie ich, zufällig. Ja. Aber jetzt ist es ja so gewesen, dass jetzt den Bildungsauftrag, den ich hatte, mich sozusagen kulturell bezüglich türkischer Nahrungsgewohnheiten fortzubilden, war jetzt noch nicht vollendet. Und war jetzt da in Sachen türkischer Nahrungsaufnahme natürlich noch unterwegs und war da so ein bisschen und habe da mal gewendet und stelle ja fest, irgendwie der klebt irgendwie förmlich an mir fest, da der Polizeiwagen. Naja, jetzt fahre ich halt da so ein bisschen in der Gegend rum und finde da eine Parkmöglichkeit in der Nähe von einem Burger King. Denke mir, ja gut, das heißt, wunderbar, Berlin, eine riesen Stadt, kulturell alles da, gell. Türkisch kannte ich jetzt essen, amerikanisch kannte ich essen, also die Bildungsreise hat sich ja innerhalb eines kleinen Kreises, hat sich die ja schon fast gelohnt, weil alles da ist. Gell. Also das ist ja, Berlin ist eine kosmopolitische Stadt, könnte man sagen. Alles da, gell. Naja, jetzt suchen wir da halt einen Parkplatz bei die Burgerbrader halt, gell. Oder bei der Burgerbraderei. Ja, Name zeigt da. Du, man möchte es nicht für möglich halten, kommt der Marschall auch gleich zu mir her. Haben wir gedacht, ja gut, der hat sich wahrscheinlich so gefreut, dass ich ihm eine Dame gesagt habe, der will unbedingt jetzt Freundschaft mit mir schließen. Gell? Ja, hat sich dann aber herausgestellt, zunächst sah es nicht nach einer wirklich richtigen, langen, intensiven Freundschaft aus. Kommt zu mir, gell? Preußisch korrekt, groß gewachsen, junger, dynamischer Beamter. Und
wollte jetzt eigentlich wissen, was das jetzt mit dem Daumen war. Ah ja, jetzt wollte ich ihn jetzt irgendwie nicht aufbringen, gell? Und es hätte durchaus sein können, dass der dann denkt, ja, ich wollte jetzt eigentlich ursprünglich ja, das Ganze so ein bisschen positiv unterstreichen, dass er praktisch mir hinterherfährt und die, die in der zweiten Reihe parken, die waren da nicht so wichtig, aber gut, das war ja ein Berliner Lieferwagen, gell? Der kümmert sich da lieber um, sagen wir, weitgereiste Gäste, gell? Gut, ich gebe jetzt zu. Bayern, Berlin, das ist eine altgewachsene Freundschaft, gell? Vielleicht hat ihn das einfach auch daran erinnert, mit dem muss man irgendwie Kontakt aufnehmen und diese altgewachsene Freundschaft, die muss man halt einfach pflegen und ist lieber mir hinterhergefahren, statt dem anderen da irgendwie ein Ticket zum Verbraten. Ja. Naja, gut, was soll's. Also er war halt da, Führerschein, Fahrzeugschein, volles Programm, gell. Ja, also in dem Moment war mir klar, mit der Freundschaft schaut es jetzt erstmal nicht so rosig aus. Naja, ich bin ja so ein gewissenhafter Mensch. Irgendwie wollte der Führerschein und Fahrzeugschein haben. Ja, dann habe ich ihm das raus und einen Personalausweis wollte er haben und den gebe ich ihm auch. Und war eigentlich so von meinem Eindruck her leicht angespannte Situation. Was mir so signalisiert hat, das kann möglicherweise irgendwie ein gebührenpflichtiges Ende nehmen. Ja, unangenehm. Aber gut, ich habe natürlich auch versucht, mit meiner südländischen Mentalität, ja, wenn man denkt, mal schauen, ob du da noch was, irgendwie was reißen kannst, das nicht. Dass ich dann nicht einfach mal von meiner Kulturreise irgendwo Abstriche machen muss. Ja, und das geht dann auch schon los bei den kulinarischen Köstlichkeiten, ob sie türkisch oder amerikanisch sind. Also das wollte ich jetzt erstmal vermeiden. Aber es war also charmant. Habe meine Papiere übergeben. Ja. Und dann wollte er auch noch einen Verbandskasten sehen. Ja, dann ist schon losgegangen. Ich natürlich voll backelt, das ganze Auto voll. Aber ich habe ihm dann den Original mit Folie verpackten Verbandskasten habe ich ihm überreicht. Gell. Dann schaut er irgendwie aufs Datum und sagt, ja, ist noch in Ordnung. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, ob ich ihn da vielleicht noch ausbackeln soll. Gell. Freundlich, wie ich bin. Ja, gut, also sind dann derlei Sätze einige gewechselt worden. Und ich habe mir gedacht, oh, jetzt, er ist recht freundlich zu mir und arbeitet sehr korrekt und will alles von mir sehen. Da habe ich mir gedacht, dann muss ich mir natürlich alle Zeit der Welt nehmen, ja, damit jetzt sozusagen eine gewisse, naja, eine gewisse Waffengleichheit da besteht. Gell. Also habe jetzt erst einmal ein paar Touren geöffnet, habe ein bisschen, sage ich jetzt einmal, aktionistisch im Auto rumgewühlt, weil Warndreieck war irgendwie noch nicht aufgefunden. Mach einen Kofferraumdeckel auf und schau da am Reserveradl rum und schraub da rum und das dauert und das dauert und er wartet und er wartet, aber grantiger ist er nicht geworden. Also das war nach wie vor freundlich, gell? Und ich ja auch, auf meine, sagen wir mal so, bayerische nette Art. Gell? Habe ich da versucht, mit ihm im Gespräch zu bleiben und er hat mir halt dann erklärt, dass das halt nicht geht, dass man da einfach irgendwie so komische Zeichen gibt. Ja. Und das hat sie dann, nachdem wir dann so, also beziehungsweise ich dann mit meiner Suche nach dem Warndreieck erfolglos aufgegeben habe, sind wir dann intensiver ins Gespräch gekommen und ich muss sagen, wir haben uns freundschaftlich sozusagen getrennt und sie sind dann von dannen gezogen. Ich habe das Fahrzeug verschlossen und bin dann zum Türken. Ja. Und bin dann nach reiflicher Überlegung an der Burgerbraterei bin ich halt vorbei und man denkt, fangst beim Türken an, oh, bist du in Berlin? Ja. Und bin zum Türken gegangen und ja, habe aber eigentlich irgendwie von dieser Kulturreise auch schon ein bisschen irgendwie die Schnauzen voll gehabt. Gell. Man denkt, ja, ihr bist es da irgendwie in einem fremden Land. Und haben wir gedacht, naja, das war jetzt da irgendwo, obwohl ich jetzt da möglicherweise einen Freund gewonnen habe, war das jetzt für mich schon wieder ein bisschen zu viel. Gell. Haben wir gedacht, fast lieber wieder heim, gell. Da weißt du, was du hast. Ja, und jetzt weiß ich ja kulturell, was gespielt wird in der Welt und bin heute daheim gefahren und jetzt bin ich wieder auf der Couch.
Und wenn es mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen könnt mit meiner Lebenskrise, dann meldet euch einfach. Servus.